Was macht Ultima zum hyperdeflationären Token? Es gibt viele Klassifizierungen von Kryptowährungen, aber im Allgemeinen lassen sie sich in inflationäre und deflationäre einteilen. Die Emission der inflationären Coins ist unbegrenzt, während die der deflationären Coins strenge Grenzen hat. Die Emission ist die Gesamtmenge der Kryptowährungen auf dem Markt. Die Begrenzung ist notwendig, damit es mit der Zeit zu einer Knappheit auf dem Markt kommt, die nach ökonomischen Gesetzen ein Preiswachstum der Vermögenswerte hervorruft. Das Angebot von Ultima ist auf 100.000 Tokens begrenzt. Das ist eine der kleinsten Emissionszahlen auf dem Markt. Neben der Emissionsbegrenzung ist in den deflationären Tokens eine Reihe von Deflationsmechanismen umgesetzt worden. Ich werde Ihnen diese Mechanismen am Beispiel von Ultima erläutern, weil Ultima nach meiner Meinung einer der Spitzenreiter unter den deflationären Kryptowährungen ist. Halving. Die Halving-Strategie ist das Hauptinstrument der Deflation bei Ultima. Bei der Entwicklung der Deflationsstrategie haben wir verschiedene Kryptowährungen und deren Möglichkeiten analysiert, darunter auch den Bitcoin, um das perfekte Deflationsmodell zu schaffen. Das Ergebnis ist, dass dem Ultima-Token nun klare Deflationsmechanismen zugrunde liegen, die in Form von strengen Halving-Regeln umgesetzt werden. Bei Ultima geht es um eine planmäßige Reduzierung der Anzahl der Tokens, die im Umlauf sind. Die Anzahl der täglich verteilten Ultima Tokens wird alle 10 Millionen Blöcke genau halbiert. Im ersten Jahr kommen 50 Tokens auf den Markt, im zweiten Jahr werden es 25 sein und so weiter, bis im Jahr 2028 nur noch ein Ultima da sein wird. Verzicht auf Eigentumsrechte. Dies ist ein öffentlicher Beweis dafür, dass der Entwickler und Schöpfer der Kryptowährung keine Rechte und keine Kontrolle mehr über den digitalen Vermögenswert hat und auch nicht in der Lage ist, den Code der Kryptowährung abzuändern. Wachsende Community. Die Ultima-Community zählt zurzeit fast 3 Millionen Menschen und jeder von ihnen braucht Ultima-Tokens, um das Produkt nutzen zu können. Zusammen mit dem begrenzten Angebot spielt die Millionen-Community somit die Schlüsselrolle bei der Wertsteigerung von Ultima. Die raffinierten Deflationsmechanismen machen Ultima zu einer sicheren und profitablen Lösung für alle, die MIT modernen Technologien Geld verdienen wollen.